Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich werde mich in diesem Video heute schminken und dabei etwas frühstücken. Ich habe mir schon was zum Frühstücken gemacht. Einmal ein Brot mit Nutella und einmal mit Frischkäse. Dabei habe ich eine Apfelschorle zum Trinken. Ja, werde mich dabei schminken und quatschen. Foundation habe ich schon drauf. Ich zeige euch sofort, was ich auch benutzt habe. Und zwar einmal von MAC. Das ist die Pro Longwear Foundation in der Farbe NW18. Die ist eigentlich ein bisschen zu dunkel, aber ich mische das halt mit einem Concealer. Dann sieht es halt nicht mehr so krass dunkel aus. Und zwar der Trended Up Camo Concealer. Steht da auch eine Farbe drauf? Okay, hier steht keine Farbe drauf, also keine Nummer, einfach Concealer, ja. deswegen jetzt geht's weiter und zwar mache ich jetzt mit meinen Augenbrauen weiter. Ich benutze dafür den von Manhattan Browtastic. So ein Augenbrauenstift zum Drehen mit einer Bürste dran. Und die Farbe muss ja auch irgendwo hier stehen, oder? Kann ja nicht sein, dass hier nirgends war die Farbe. Na. 001 Blonde. Also. Ja, wie soll ich anfangen? Ich habe jetzt schon ein paar Tage hier geschlafen. Ich fühle mich auch sehr, sehr wohl hier. Außer, dass es auch ein bisschen kühl hier drin ist, weil ich ja keine normale Heizung habe, sondern ich habe einen Nachtspeicher. Das haben meine Eltern aber auch. Das ist halt natürlich nicht so toll, weil die nicht so schnell warm werden. Und es ist ein bisschen komplizierter auf jeden Fall. Da muss man echt aufpassen. So fühle ich mich aber echt wohl. Am Anfang, also ich weiß nicht, ich glaube Freitag war die erste Nacht, wo ich hier geschlafen habe. Das war die erste Nacht Freitag, doch, ja. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal hatte ich so Tage, vor allem Freitag, hatte ich so einen beschissenen Tag. Also wirklich, es war seit langem der schlimmste Tag meines Lebens, kann man das so sagen? Ja, ey. Ohne Witz, ich habe so viel Pech an diesem Tag gehabt. Gestern war auch einer meiner schlimmsten Tage, weil ich auch gestern nur Pech hatte. Was soll's. Irgendwie habe ich jeden Tag immer Pech. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, Freitag. War eh schon alles irgendwie nicht so schön für mich. Und dann sind mir sehr, sehr viele doofe Sachen passiert, weil ich so neben der Spur war. Wirklich, ich habe gar nichts mehr auf die Kette bekommen und plötzlich habe ich echt kalte Füße auch bekommen, ne? Also ich dachte mir so, oh mein Gott, ich glaube, ich muss alles abbrechen. Also das war in dem Moment wirklich so ein Gedanke, aber es ist einfach, weil ich wirklich Angst bekommen habe, was glaube ich auch normal ist, habe ich ja auch schon in einem anderen Video erwähnt, dass es glaube ich normal ist, dass man da Angst hat. Ich bin ja eh noch so eine Paranoia. Keine Ahnung was. Ich kriege ja eh immer total Schiss, wenn ich so alleine irgendwo bin oder so. Ihr Mädels kennt das auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt so ein paar Tage hier geschlafen. Und ich habe das gar nicht mehr so krass. Das finde ich irgendwie voll heftig, weil wenn ich jetzt so bei meinen Eltern oder so gewohnt habe, also da war ich ja nicht alleine in der Wohnung oder in dem Haus und ja, das ist einfach so ganz komisch. Da hatte ich trotzdem Angst und ich bin immer wirklich, ich hatte die Decke über dem Kopf, sonst konnte ich nicht schlafen. Das war ganz, ganz schlimm und irgendwie hier war das komplett anders. Also hier habe ich das gar nicht, was mich aber wundert, weil ich bin ja alleine hier und hier ist ja keiner in einem Nebenzimmer oder so. Und deswegen, ich finde das irgendwie voll krass und das gibt mir auch irgendwie das Gefühl, dass ich mich richtig wohlfühle hier. Ich muss mich gerade konzentrieren wegen meinen Augenbrauen. Kennt ihr das? Oh Mann.
Manchmal gibt es so Tage, da kriegt man die so gut hin und dann wieder so Tage, da sehen die aus wie keine Ahnung was. Als ob man. Ja, keine Ahnung. So. Ja, die müssen noch ein bisschen gemalt werden. Auf jeden Fall, ja. Also meine Angst ist jetzt auf jeden Fall weg. Ich fühle mich super, super wohl hier. Ich bin immer tagsüber, also abends, wenn ich nach Hause gekommen bin oder so, war ich immer sehr, sehr froh darüber, dass ich hier war, weil ich mich halt extrem wohlfühle hier und ich halte mich sehr, sehr gerne auch tagsüber hier auf. Ja, es ist einfach schön und es ist auch so, dass ich endlich mal wieder mich so frei fühle und ich kann endlich meine Sachen in Ruhe machen, kann mich auf meine Sachen ganz in Ruhe konzentrieren. Ich benutze jetzt übrigens gerade meinen Bronzer als Lidschatten, das mache ich eigentlich immer. Hier habe ich meine Ruhe, hier kann ich meine Entscheidungen selber treffen, hier kann ich in Ruhe arbeiten. Hier habe ich genug Platz, genug Platz habe ich auf jeden Fall. Die Wohnung ist, glaube ich, 42 Quadratmeter groß, also ziemlich riesig. Dafür, dass ich so ein kleines Mädchen bin. Naja, aber das war auch so ein bisschen meine Angst am Anfang, dass ich so, ich habe so gedacht, oh mein Gott, die Wohnung ist so groß, was sollst du denn hier reinstellen? Und ich hatte nur mein Kinderzimmer so mit Möbeln, die ich hier reinstellen konnte. Boah, und dann hat man so überlegt, was kann man denn da machen, damit das nicht so leer aussieht und da, und dann brauche ich mal noch ein Wohnzimmer und dann eine Küche und dann dies und dann das. Und dann. Das war auf jeden Fall ein richtiger Struggle. Aber Annie hat es hinbekommen. Ja, also klar, hier sind halt noch, also ich weiß nicht, irgendwie ist mir noch so ein bisschen zu leer, aber mittlerweile wird's. Aber man kann sich auch echt wohlfühlen hier. Also dafür, dass ich das noch ein bisschen zu leer finde, kann ich mich aber trotzdem wohlfühlen. Jetzt fehlt nur noch, dass es schön muschelig warm hier ist, dann fühle ich mich noch wohler. Ich muss es immer richtig warm haben, also wirklich, ich hasse Kälte. Also ich hasse auch, wenn es zu warm ist, aber ganz kalt finde ich immer ganz schlimm. Vor allen Dingen in der Wohnung, ey. Weil ich gerne, also ich will mich nicht immer so dick anziehen in der Wohnung. Ihr wisst ja, ich bin ja sehr freizügig. Was heißt sehr freizügig? Mein Gott, ey, es gibt Schlimmere, die noch freizügiger sind. Echt? Nein, aber ich laufe gerne mal mit kurzer Hose hier rum oder was weiß ich, auch im Winter. So, die Wohnung, in der Wohnung ist es ja eben warm, so. Das verstehen aber manche auch nicht. Ja, oder mit Top oder mit T-Shirt kann ich nicht. Ich friere gerade so sehr. Nur ich will halt auch nichts falsch machen mit der Heizung, deswegen kommt da demnächst jetzt jemand raus und wird mir da helfen, mir das erklären und gut einstellen. Und dann hoffe ich, dass ich das endlich dann vernünftig hier machen kann. Und jetzt benutze ich einen Highlighter für mein, also für das Auge. Auch als Lidschatten. So. Also ihr seht, ich mache hier nichts Spektakuläres mit meinen Augen. Das ist jetzt eigentlich immer das Make-up, was ich so jeden Tag trage. Ja, wie soll ich sagen? Ich fühle mich, wie gesagt, wohl. Das Einzige, was mich aufregt, aber ich bin ziemlich froh, dass ich schon mal Fernseher gucken kann, weil das war auch am Anfang nicht. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, es gibt ja jetzt, also das DVB-T wurde ja irgendwie abgeschaltet oder so, ne? Und man muss jetzt für Fernseher gucken auch schon Geld zahlen, was ich sehr, sehr doof finde. Aber na gut, ist halt jetzt so, ne? Kann man auch nicht, kann man meckern, wie man will, aber da ändert sich halt trotzdem nichts. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, Contouring. Ich nehme da wieder meinen Hoola-Bronzer und einfach einen Pinsel. Ja, ich nehme immer so einen dicken Pinsel. Irgendwie komme ich mit dem sehr, sehr gut klar und kann das irgendwie gut damit so verblenden und alles. Ja, und dieses Freenet zum Beispiel, das kostet entweder im Monat irgendwie 5 oder 6 Euro, habe ich gehört. Oder man kauft sich da einmal eine Karte und das kostet dann einmal im Jahr, kann man es auch zahlen, irgendwie 70 Euro. Und da dachte ich mir ganz ehrlich,
wieder dann irgendwie Geld ausgebe. Und keine Ahnung, irgendwie bin ich momentan sehr, sehr geizig geworden, was das angeht. Und will eigentlich immer alles so machen, dass ich da nicht viel Geld ausgeben muss. Vor allem für Fernsehen gucken, ey. Ich meine, okay, einmal im Jahr. Ich meine, wenn ich jetzt das anders nicht hinbekommen hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, weil ist ja doof, wenn man keinen Fernseher hat, ey. Ja, auf jeden Fall habe ich dann herausgefunden, weil mir das jemand gesagt hat und mir das auch so eingestellt hat, dass ich irgendwie so ein Kabel dafür brauche und man kann es dann einfach in die Wand stecken und dann, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Ja, ich bin sehr froh, weil WLAN habe ich zum Beispiel nicht, aber ganz ehrlich, ich hätte lieber WLAN als Fernseher, heißt das? Anstatt Fernseher? Anstatt Fernseher? Ne, anstatt Fernseher hätte ich lieber WLAN. So irgendwie, ihr wisst schon. Weil, wenn ich WLAN habe, also wirklich, Fernseher gucken tue ich jetzt nicht. Also ich setze mich jetzt nicht auf die Couch und gucke dann richtig Fernsehen. Ne? Das geht gar nicht. Also ich finde, da kommt nur Scheiße meistens. Wenn, dann mache ich das echt so, dass ich, wenn ich abends irgendwie auf der Couch liege, weil ich schlafe ja momentan im Wohnzimmer, da ich zwar hier einen Fernseher habe, aber das funktioniert gerade eben nicht. Ich habe zwar auch ein Kabel geholt, aber wie gesagt, irgendwie weiß ich nicht, wie er funktionieren soll. Muss ich nochmal jemand angucken. Ja, und da ich ohne Fernseher halt nicht einschlafen kann, schlafe ich so lange im Wohnzimmer. Was wollte ich? Ich wollte jetzt gerade irgendwas sagen. Wenn man so alles auf einmal macht, dann ist das schon ein bisschen crazy. Kommt man durcheinander. Nee, aber genau, was ich sagen wollte, jetzt weiß ich es wieder. Meine Güte, ey. Das ist voll das außergewöhnliche Video von mir, ey. Diesmal so einfach quatschen. Einfach quatschen. Egal. Was? Einfach quatschen. Nee, ich mache den Fernseher halt immer an, wenn ich so auf der Couch abends liege und dann will ich so ein bisschen schlummern und ja. Irgendwann auch richtig festschlafen, kann ich dann, wie gesagt, nur mit Fernseher und deshalb, ja. Ja, und ich habe das so, wenn ich dann abends mich dann auf die Couch lege und so schlafen möchte langsam, mache ich mir halt den Fernseher an, einfach damit irgendwas im Hintergrund läuft. Ja, das ist schon dann, also sehr, hilft mir einfach zum Einschlafen und ruhig zu schlafen. Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, das habe ich auch letztens in einem Video erzählt, dass ich, wenn ich hier irgendwie beim Umzug zugange war, da musste ich auch immer Musik anmachen. Also ich kann es nicht haben, wenn es ruhig ist. Das ist ganz schlimm für mich. Ganz, ganz schlimm. Ich kann es einfach nicht haben. Okay, jetzt geht's hier, weil ich gerade mein Video drehe. Ich muss jetzt nicht überall immer irgendwas haben. Aber meistens ist es so, dass ich immer, wenn ich hier am Kochen bin oder so, ich muss immer den Fernseher hören. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen was essen. Der sieht doch ganz gut aus. Das Velvet Teddy. Ja, der ist sehr beliebt übrigens. Ich weiß nicht, ob der immer noch so beliebt ist, aber der war eine Zeit lang auf jeden Fall beliebt. Na gut, ich habe mich, wie gesagt, schon hier sehr, sehr eingelebt und fühle mich wohl. Und ja, mir fehlt halt nur noch WLAN. Das ist echt scheiße. Also ohne WLAN ist richtig kacke. Ich kann nicht einfach mal eben Videos hochladen. Ich kann nicht einfach mal eben Snapchat-Stories machen. Ich kann nicht mal eben einfach ein Foto hochladen. Ich kann nicht mal eben Instagram-Stories hochladen. Ich kann nicht mal eben live gehen. Gar nichts. Es nervt so sehr, Leute. Es nervt. Es nervt einfach. Ich will einfach nur von hier... Das Ding ist ja okay. Ich gehe dann irgendwo hin, wo dann WLAN ist. Da habe ich ja die Möglichkeit, meine Sachen hochzuladen. Aber es ist trotzdem nervig. Zum Beispiel, wenn ich koche oder so, dann will ich das ja auch sofort irgendwie in die Story posten oder keine Ahnung. Oder ich sag mal, okay, ich gehe jetzt spontan mal live oder willst du mal spontan live gehen? So, ich kann einfach nicht spontan machen, muss immer alles irgendwie vordrehen und bla bla bla. Und dann muss ich das voll spät hochladen, dann ist die Story eigentlich auch nicht mehr... Ja, Stories sind ja eigentlich dafür da, dass du gerade zeigst, was du tust, ne? Und das ist einfach gerade voll scheiße bei mir. Weil ich euch nicht sofort zeigen kann, was bei mir gerade abgeht. Und das nervt mich irgendwie. Dann kommt alles durcheinander und dann, ja, voll doof irgendwie. Naja, ich kann das jetzt aber gerade gar nicht ändern. Leider kann ich auch nichts dafür. Ich würde es am liebsten ändern, wenn es gehen würde, aber ja, was soll's. Ich
Ich muss ja jetzt warten, bis dann jemand rauskommt und mir ja, das hier macht. Da weiß ich auch nicht, wie lange das jetzt dauert. Ich hoffe nicht so lange, aber ich habe schon gehört, das soll so um die 2 bis 6 Wochen dauern. Also ich kenne jemanden, bei dem das dauert oder hat es 6 Wochen gedauert und. Also voll doof irgendwie. Wimperntusche benutze ich gerade Catrice, Rock Couture, Couture, keine Ahnung. Volumenmascara. Ja. Oh mein Gott, ich habe so schlechte Haut bekommen. Leute, das glaubt ihr mir gar nicht. Das liegt, glaube ich, gerade alles so an dem Stress. Ich hatte gestern so Stress, ne? Also, ich habe mir selber Stress gemacht, weil ich hatte gestern kurz die Möglichkeit, was hochzuladen. Und was ist? Instagram funktioniert nicht. Also irgendwie Herz funktioniert, aber ich konnte halt gar nichts hochladen. Weder Story oder ja, einfach ein Beitrag. Ich kann gar nichts hochladen, direkt eine Fehlermeldung. Ja, toll. Habe ich jetzt mitbekommen, dass es irgendwelche Störungen bei WhatsApp, Facebook und Instagram gab. Jetzt soll es aber anscheinend wieder behoben sein. Ich hoffe es, ich werde es ja gleich sehen. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen heute erledigen. Ich muss mich noch ummelden, dann habe ich noch einen Termin und dann muss ich gucken, dass ich meine Sachen alle hochladen kann. Ja, Leute. Ich habe auch schon eine Roomtour gedreht. Ja. Aber ihr müsst wissen, das ist keine fertige Roomtour. Also nicht wundern oder so. Hier sind halt noch Sachen, die müssen halt gemacht werden. Aber das habe ich auch, glaube ich, in dem Video gesagt. Falls nicht, dann jetzt. Ja, einfach damit ihr Bescheid wisst, die Wohnung ist noch nicht ready. So, mein Make-up ist, warte, nee, da fehlt ja noch was. Und zwar Blush, der Rocket Jaw Blush von Benefit auch. Das ist mein Lieblingsbrush, Blush. Der riecht erstens richtig geil. Und ich finde, der sieht immer frisch aus. Der hat so ein Glowy noch. Das sieht immer richtig gut aus. Vor allen Dingen, weil ich ja diesen Bronzer drauf habe, also das als Bronzing Powder und das halt als Blush. Und ich finde die Kombination, wenn sich das so in meiner Haut verbindet und verschmelzt, dann sieht es total geil aus. Oh, ich liebe diesen Effekt. Highlighter benutze ich eigentlich selten noch. Also früher habe ich das immer richtig übertrieben, aber jetzt gar nicht mehr. Ja. Ich hoffe, euch gefällt mein Make-up. Das ist eigentlich das Make-up, was ich jeden Tag trage. Also nichts Spektakuläres. Aber wenn ihr nochmal eine richtige Nahaufnahme wollt, wie ich das am besten mache und nochmal eine ausführliche Erklärung, dann ja, werde ich das auf jeden Fall machen. Ja, eigentlich war es das jetzt schon mit dem Video. Ja, also nicht wundern, wenn jetzt nicht so regelmäßig Sachen kommen, weil ich eben noch kein WLAN habe, aber sobald ich WLAN habe, wird sich das wieder ändern. Das kann ich euch definitiv versprechen, weil mich stört es halt auch voll und ich möchte am liebsten auch einfach die Sachen gerne vernünftig machen können und ja, jetzt weiß ich, naja, egal. Ich muss das Beste jetzt einfach trotzdem machen und nicht hier rumheulen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ja, hab euch lieb. Tschüss!